sie sind klein, sie sind gelb, sie sind putzig. Trotzdem haben die Minions, bekannt aus dem gleichnamigen Film, gerade eine Menge Ärger am Hals. Der unglaubliche Vorwurf: Die kleinen Latzhosenträger sollen sexistisch sein. Und das gleich in doppelter Hinsicht. Warum ist kein einziger Minion eine Frau? Wollte die US-Website The Wrap von Erfinder Pierre Coffin wissen, nachdem sich Mütter in den USA beschwert hatten, dass es keinen weiblichen Helden in dem Film gibt. Als ich merkte, wie dumm sie oft sind, konnte ich mir einfach nicht vorstellen, dass Minions Mädchen sein sollen, äußerte sich der französische Vater der Kreaturen. Ups, mit dieser männerfeindlichen Antwort wollte er wohl das feministische Lager versöhnen, zog sich aber natürlich den Zorn männlicher Zuschauer zu, die ihrem Ärger prompt im Netz Luft machten. Wieder andere regten sich über die ganze unsinnige Gender-Diskussion auf. Und die Minions? Die quirligen Gelblinge lassen sich von dem ganzen Ärger natürlich nicht die Laune verderben.